wir zu unserem nächsten Film. Und der kommt aus Frankreich. Er heißt Das Leben ist ein Fest. Und Regisseur und die Drehbuchautoren, ja, die haben schon einen Riesenhit zuvor hingelegt, nämlich Ziemlich beste Freunde. In ihrem neuen Film geht es um einen Hochzeitsplaner, dem eine Hochzeit völlig aus den Händen gleitet. Das Buffet ist verdorben, die Gäste stehen im Stau, der Fotograf kann sich nicht benehmen, die Band hat kurzfristig abgesagt und das Team fällt wegen einer Lebensmittelvergiftung aus. Zu einem Überfluss seine Frau auch noch die Scheidung. Ja, wie schon gesagt, das Team hat einen Riesenerfolg hinter sich und natürlich auch einen Riesendruck jetzt auf sich, diesen Erfolg zu wiederholen. Und was machen sie? Sie suchen sich eine ganz andere Thematik aus. Nämlich eine Chaoskomödie. Und da drin ist nicht nur Chaos und viel Abwechslung, da drin stecken aber auch noch gesellschaftspolitische Bezüge. Wer hätte gedacht, dass da drin plötzlich Anklänge kommen über die Arbeitsbedingungen von Aushilfen? Also das schaffen wirklich nur die Franzosen. Und die schaffen es, einen gelungenen Film daraus zu machen. Wissen Sie, wie lange ich diese Hochzeit vorbereitet habe? Um es klar auszudrücken, ich will hier nicht die Ballermann-Nummer. Nein, nein, das wird keine Prollparty. Ich will keine wedelnden Servietten. Mit Servietten wedeln? Nein. Das würde er nie tun. Das ist nicht sein Stil. Das werden Sie nicht erleben. Ich bin etwas verärgert. Wollten Sie mir diese Änderung unterschlagen? Monsieur Max, muss das denn jetzt sein? Ich bin beschäftigt. Ich habe keinen Vorwand. Ach so, das ist was anderes. Wo warst du? Wieso dauert das denn so lange? Ich hatte gesagt, 5 Minuten. Was war los? Wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Ich habe so lange den Vorwand gesucht. Habe ich gemerkt.